Hallo und herzlich willkommen zurück bei Monster Hunter World. Ja, heute geht's natürlich weiter mit die Knochenfarmerei. Ne? Da kommen wir nicht drum herum. Das müssen wir jetzt machen. Sonst komme ich nicht vorwärts. Ne? Also, sonst werde ich nicht stärker. Eine Karte, ne? Ach so, was mir noch so gerade einfällt, wir haben nicht mal ein Level-System, ne, bei unserem Hauptcharakter. Das macht die Sache nur noch schwieriger. Einzige, was sich verbessert, ist durch Rüstung. Also diese 150 Gesundheit und 100 Ausdauer ist zu wenig. Ach hier, Jägerrang haben wir. Ach so. Wie kriegen wir den Rang höher? Müssen wir da irgendwie leveln oder so? So wie beim Vorgänger oder wie ist das? Muss ich mal gucken beim Schmied. Vielleicht sehe ich da mehr. Vielleicht liegt es ja doch an der Ausrüstung, dass sie zu wenig Ausdauer gibt. Oder so. Also zu wenig Leben. Ja. Ausrüstung, Schmieden, Rüstung. Genau. Jetzt sind wir hier wieder beim Schmied, ja. Ich weiß. Ist mir auch relativ egal, denn wir müssen irgendwie stärker werden. Ist mir egal wie, aber wir müssen stärker werden. Auf jeden Fall. Oh, ich könnte schon diese Knochenrüstung herstellen. Vom Halloween. Machen wir mal, ne? Gehört nämlich zu Halloween. Also bastel ich das einmal. Einmal komplett durch. Wird schon passen. Nee. Nur herstellen. Oh shit, da fehlt uns noch ein so ein Ding. Alles egal. Kriegen wir schon hin. Von diesem Event möchte ich nichts verpassen. Also die Rüstung möchte ich schon haben. Ist ja nur einmal im Jahr. Ich weiß nicht, ob ich die Rüstung tragen sollte. Ich glaube eher nicht. Ist ja so eine Art Feuerrüstung. Also glaube ich bekommen, dass ich sie anziehen soll. Er fehlt nur noch ein Herbsternteticket. Ansonsten passt das. Passt das. Na klar, passt das. Gut. Da müssen wir noch weiter Dings hier sammeln. Knochen. Von dem Gebiet hier, Wildturmödnis. Ich glaube östliches Lager. Muss ja immer wieder neu rein gehen. Immer wieder neu sammeln. War ja gleich hier um eine Ecke mit den Knochen. War hier, genau. In der Richtung. Genau, hier war das. Das wird jetzt ein bisschen langweilig, ja. Aber zum Glück kommt hier kein Monster in, also vorbei. Ich werde das jetzt hier eine ganze Weile machen mit euch. Bis wir die 5 gewisse Felsknochen haben.
Das hier, Gegengriftkraut, alles klar. So, jetzt möchte ich mal gucken, ob man noch irgendwie anders das resetten kann, indem ich einfach mal von Lager zu Lager wechsle. Ob das machbar ist. Um das zu resetten, ne? Nicht um euch zu ärgern. Mal gucken, ob es geklappt hat. Nein, 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 nein. Man muss tatsächlich erstmal wieder zurück nach Astera und dann wieder zur Ödnis. Anders funktioniert es nicht. Okay, so. Partner. Ich habe hier Quests für den Feuerwüsern und den gehörnten Wüsern. Oh, sorry, aber ich habe andere Pläne. Wir brauchen Felsknochen. 5 Mal insgesamt. Um diese Waffe herzustellen. Oh Gott, oh Gott. Und dann brauchen wir noch andere Knochen. Da muss ich dann auch erstmal gucken, wie ich da sammle, ne? Knochenhaufen. Immer noch Knochenhaufen S. Toll. Ansonsten wünsche ich euch noch eine gute Unterhaltung auf meinem Kanal. Okay, Partner. Ich habe hier Quests für den Feuerwüvern und den gehörnten Wüvern für dich. Naja, ich könnte eigentlich das andere Monster erstmal erlegen, normalerweise. Aber nee, dann ist die Vorbereitung auch für den Popo. Ich mache trotzdem erstmal die Vorbereitung. Ist erstmal wichtiger für uns. Und das möchte ich euch nicht vorenthalten. Na, sag mal. Gib mir doch nicht nur Knochen S. Was soll das? Okay, Partner. Ich habe hier Quests für den Feuerwüvern und den Gehörn. Oh, ein Felsknochen. Wow. Ich hab's geschafft, einen Felsknochen zu finden. 1 von 5. Läuft. Kehre zurück. Ja, ja. Ja, 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 damit. Okay, Partner. Ich habe hier Quests für den Feuerwüvern und den gehörnten Wüvern für dich. Mhm. Knochi. Monster. S. S.
Felsknochen 2. Sehr schön. Zwei von fünf. Freut mich. Mein Gott. Ja, nimm mit. Autsch. Okay, Partner. Ich habe hier Quests für den Feuerwüvern und den gehörnten Wüvern. Einfach ignorieren. Ja, ja. Kein Fetzknochen. Schön. War ja auch so anstrengend. Knochen sammeln sind so anstrengend. Okay, Partner. Okay. Ich habe hier Quests für den Feuerwüvern und den gehörnten Wüvern für dich. Objekt verwalten. Hey, genug Platz. Was will der von mir? Mehr als genug Platz. Wo sind die ganzen Knochen hin? Die sehe ich zum Beispiel nicht, ne? Knochen. Egal. Kann man nicht von hier aus auch? Ja, geht auch. So. Ja, nee, wie kann man seinen Rang erhöhen? Wenn das überhaupt das Level oder Stufe ist. Keine Ahnung. Wüsste ich zu gerne. Ich guck mal, ob in der Nähe noch mehr Knochen sind. Anführungszeichen in der Nähe. Ey, kannst so viel stören, wie du willst, interessiert mich nicht. Manda. Ja, nee. Leuchtmoos. Förderplatz. Malachit. Ja, okay. Also viel scheint hier nicht an Knochen zu sein in der Nähe. Finde ich ein bisschen schade. Mal gucken da oben. Man weiß ja nie. Ich hasse Spinnen. Nee, ich will hier weg. Ich guck da jetzt nicht. Sehr ekelhaft. Ja, der schwitzt, ne? Dieser alte Schwitzkasten. Ja, nee, ist klar. Okay, Partner. Ich habe hier Quests für den Feuerwüvern und den gehörnten Wüvern für dich. Mein Gott, geht die mir auf den Senkel. Den Feuerwüvern und den gehörnten Wüvern. Mhm. Bin auch Feuer und
Physik. Es wäre schön, wenn hier noch ein bisschen mehr Knochen wäre, als nur so wenig. Na, anscheinend ist hier gar kein Knochen. Nö. Schallenbeere. Ich bin auch eine Schallbeere. Da hinten noch Knochen? Ich trau mir da ja nicht hin. Ja, da ist auch Knochen. Nimm mich mal mit und dann hauen wir ab. Ich weiß, hier ist was Großes in der Nähe. Was gibt hier Eiernest? Also Nesteier? Nee. Denk daran, dass der Transport eines Eis verschiedene Bedrohungen anlockt. Hungrige Monster und die Mutter des Eis. Schnell mitnehmen. Oh. Kopf, das ist kein Problem, wenn ich es mitnehme. Okay. Von da unten komme ich, ne? Das Ei mit. Ist meins. Ist jetzt mein Tier. Oh oh. Da kommt jetzt was. Was mache ich mit dem Ei? Kann ich das mitnehmen? Space? Nee. Ablegen? Nö. Legst du nicht ab. Mal gucken. Ich glaube, der lässt das Ei liegen. Oh! Uff. Das hat das Ei kaputt gemacht. Die Sau. Okay. Eier zum Aufbruchsbrüten ist nicht da. Aber zum Mitnehmen ja. Und kaputt machen. Toll! Nur um die Monster zu verärgern. Nee, das ist ja ätzend. Ich dachte, man kann es mitnehmen. Okay, Partner. Ich habe hier Quests für den Feuerwüvern und den Gehörnten-Wüvern für dich. Feuerwüvern und den Gehörnten-Wüvern. Den Gehörnten-Wüvern. Okay, wir wissen, zwei Plätze gibt es hier in der Nähe, um Knochen einzusammeln. Einmal hier und einmal da oben, wo eigentlich das Monsterli mit seinem Ei da versteckt ist. Könnte riskant sein, dass er da vielleicht sitzt oder nicht. Also wenn wir hier auftauchen da oben, gucken, den Knochen holen. Kann es durchaus sein, dass er da sitzt? Vermute ich mal jetzt. Ich bin doch noch Nubi, ich habe keine Ahnung. Dass er da sitzt und ausbrütet. Oder da sitzt keiner. Okay. Ich will nur Knochen haben. Ja, ja. So, ich lasse mal die Eier jetzt liegen und haue wieder ab. Ist da noch mal Knochen? Oh shit. Muss ich alles mitnehmen. Da dreimal Knochen. Ich hoffe, der kommt jetzt nicht so schnell wieder. So, und schnell weg hier.
Gut. Ich denke mal, da wittert nur, wenn man sein Ei nimmt. Was ich ja so nicht will, ne? Also, dass er dann aufkreuzt, mir am Arsch kriegt, sozusagen. Ich will ja nur die Knochen einsammeln, mehr will er gar nicht. Was? So, und dann wieder zurück zum Handelsdorf, Hof, wie auch immer. Also, ich weiß jetzt nicht, wie viele Felsknochen ich überhaupt gesammelt hatte. Ich glaube mal eher wenig. Ja, ich Okay, versuche immer Partner. noch Ich abzuhusten. habe hier Quests für den Feuerwyvern und den Ups. Gehörnten Wyvern für dich. Ich gehe mal gucken beim Schmied, wie viele Knochen ich schon vom Fels geholt habe. Also Felsknochen. Wenn ich 5 Felsknochen habe, dann muss ich den nächsten Knochen sammeln gehen und gucken, wo das gibt. In der Nähe, ne? Mal gucken. So, mein Freund. Ja, da war nicht so viel. War da Waffen, ne? Das hier, Insektenkacke. So, Felsknochen fehlen mir immer noch 2. Okay, Korallen 3, Krummerknochen 4. Okay. Also hier gegen Drachen. Macht man dann sehr viel Schaden mit den Knochengläfe 1. Würde ich gerne haben wollen. Also müssen wir noch weiter sammeln. Ich habe schon ein bisschen Respekt vor dem Spiel, muss ich sagen. Sehr dollen Respekt. Vor dem, was das Knochensammeln betrifft. Und zwar dort, wo dieses eine Tierchen rumlungert. Ich sehe jetzt nicht auf der Karte, wie das Vieh hier heißt. Keine Ahnung, sehe ich nicht. Haben wir auch, glaube ich, noch nicht entdeckt. Das Tierchen hier oben. Aber wir wissen zumindest schon mal, dass hier sein Nest ist. Nur Monsterknochen. Oh Mann, ey. Und dann links hoch. Dann kann man noch zweimal Knochen einsammeln. In der Hoffnung, der ist nicht da. So. Noch besser, noch schlauer wäre es, wenn ich das hier noch. Dann sieht er mich ganz recht nicht. Falls er auftauchen sollte. Wo ich ein bisschen Angst habe. Muss ich zugeben. Ich habe vor diesem Spiel heiden Respekt. Im Gegensatz zu den vorigen mit Monster Hunter Stories. Da war es für mich easy, das Spiel zu spielen. Und jetzt habe ich ein bisschen Respekt, dass da irgendwas kommt. Und ein bisschen Bange habe ich auch dabei. Gibt hier nicht noch mehr Knochen als nur so ein bisschen? Ich will es da nicht bestreiten oder so. Aber es sieht so aus, als sei hier wirklich nur sehr wenig Knochen. Okay. Wir hauen wieder ab. Mehr Knochen gibt es hier nicht. So. Obwohl, ich kann doch gleich direkt hier abhauen. Warum laufe ich denn immer den ganzen Weg zurück? Das ist ja totaler Quatsch. Eingemummiert und kehrt zurück. Also ich muss sagen, dass der. Oh, ein Felsknochen gefunden noch. Das ist schön. Also brauchen wir noch einen Felsknochen und dann haben wir's. Okay, Partner. Ich habe hier Quests für den Wildexpertin, Feuerwyvern sei mal und den jetzt bitte gehörnten still. Wyvern für dich. So, wenn es nochmal so gut läuft,
Kriegen wir vielleicht noch einen Felsknochen. Den wir noch unbedingt brauchen. Und danach müssen wir gucken, wo es nächste Knochen gibt. Knochensammlung. Gut, dass man F spam kann. Dass er dann nochmal direkt weiter sammelt. Genau. Finde ich ganz gut. So, und dann wieder hier hoch. Mein Gott, wie er da hochklettert, ne? Warte mal. Kann ich nochmal aktivieren, oder? Ah, gut. Sehr schön. Okay, sieht gut aus. Die Geräusche in der Höhle machen mich schon fertig, ne? Ah, wir haben noch einen Felsknochen gefunden. Sehr schön. Ich habe das Gefühl, von Story zu Story muss ich irgendwie alle Monsters, die es hier gibt, erlegen. Also sagt mir das Gefühl, ne? So, jetzt haben wir alle Felsknochen. Das ist sehr gut. So, ein bisschen mehr als geplant. Jetzt müssen wir mal gucken. Jetzt müssen wir hier wegkommen. Ja. Und zwar die nächsten Knochensammlung. Im nächsten Gebiet. Okay, Partner. Ich habe hier Quests für den Feuerwüvern und den Teil der Verwesung, Korallenhochland. Ich glaube, Teil der Verwesung war das, ne? Nee, Korallenhochland. Da haben wir nur ein Lager. Und hier haben wir zwei. Okay, wir gehen einmal südliches Lager. Korallenhochland. Mal gucken, wo wir da in der Nähe Knochen finden. Er muss unmittelbare Nähe sein. Also versprechen kann ich nichts hier, ob ich hier was finde. Ich könnte nach hinten gehen oder vorne rumlaufen. Oh, da geht's noch zurück zum Hauptquartier. Okay. Gut, dann muss ich wohl oder übel hier lang. Was mir ein bisschen Sorgen bereitet. Blöd ist, ich muss runterspringen. Gibt's hier Knochen bitte? Was ist das? Schneekraut. Toll. Irgendwo Knochen. Ich würde auch erstmal gucken, wo Knochen ist. Kraut ist immer gut. Was noch gut wäre, wäre Knochen. Bitte erzähl mir nicht, die Knochen gibt es hier nur bei den giftigen Gasen. Bitte nicht. Von der Base so weit entfernt? Nein, danke. Komische Viecher aus dem Boden herausragen. Das ist schon ekelhaft. Das ist Stein, das ist kein Knochen. Kann hier bitte schon Knochen sein? Karte brauche ich nicht gucken, da finde ich eh nichts.
was anzeigt, wo Knochen sein könnte. Der ist schon ein bisschen blöd gemacht, ne? Stein. Schön. Das ist natürlich ein bisschen doof, ne? Was ist das denn hier? Ach so. Das ist eine Kackbrücke. Da komme ich doch wieder hoch. Zum Lager. Toll. Muss ich dann bitte schön hier hin, um Knochen sammeln zu können? Oh, wer kann hier auf der Karte gucken? Okay, ich guck mal kurz. Also Knochen kann nicht so schwer zu finden sein. Eigentlich. Knochenhaufen, da hinten. Also geradeaus hin. Ich kann nicht sehen. Dann laufen wir dahin. Hier bin ich doch gerade erst lang gegangen. Also wie kann da ein Knochenhaufen sein? Hey. Da drin. In die Höhle. Oh. Ich kann nicht gewusst. Fester Knochen. Korallenknochen. Das ist es. Munterknochen. Ich guck mal kurz geradeaus weiter. Ich glaube, da sind die... Nee, komm, lass mal. Okay, eine Stelle gefunden. Wo wir immer wieder Knochen sammeln können. Und unterwegs natürlich ein bisschen Unkraut. Aber kein Pilz. Ja... Korallenknochen. Das ist schön. Sehr gut. So, wird auch gespeichert, ne, wenn wir zurückjumpen. So, okay, Partner. Ich habe hier Quests für den Feuerwüvern und den Gehörnten. Ich guck mal sicherhalber nochmal nach, wegen, ne? Also Rüstung brauchen wir nicht farmen. Ist nur die Waffe, die wir brauchen. Ja. Da war nicht so viel. Schmiede, Waffe, Insektenkleber. Korallenknochen. Da fehlt uns tatsächlich noch ein Korallenknochen und dann noch krummer Knochen. Geil. Läuft. Also einen Korallenknochen möchte ich noch holen. Ich finde es schade, dass da kein zweites Lager gibt, um die Knochen noch schneller zu sammeln. Das ist, glaube ich, schnell genug schon. Zum Glück muss man nicht wissen, wie weit rein. Zack. So. Wir hoffen, dass es immer noch so still ist. So, mal gucken. Und auch keine Gegner zu sehen, ne? Wundert mich. Korallenknochen. Gut. Aber ich sammle noch trotzdem noch weiter, ne? So, und das war's. Gut, können wir wieder zurück. Halt, kann man nicht direkt zum Schmied? Ja, genau. Ja,
Direkt beim Schmied kann man auch gucken. Bingdings, ob die Knochen auch reichen. Monsterknochen S ist anscheinend Standard. Nehmen wir immer mit. Okay, Partner. Ja. Ich habe hier Quests für den Feuerwüvern und den gehörnten Wüvern für dich. So, Waffe, Insektenklebe. So. Ja. Uns fehlt noch eine Sache, und zwar krummer Knochen. So, ich guck mal gerade kurz, hier, ne? Was ist mit der Kriegskleber? Ne, wo ist denn das? Drachenknochen. Genau, hier, Drachenknochen. Kann man eventuell, wenn man das hat, noch etwas aufwerten. Weiter auf Drache. Die letzte Stufe, Seltenheit 4. Könnte man machen, aber ist nicht notwendig. Naja, dann wird das wieder ein ganz anderes Spielmodi mit dieser Waffe. Drachenknochen, Glewe. Mal gucken, ob wir das auch auf 2 kriegen. Später. Nicht jetzt, aber später. Auf jeden Fall fehlt uns nur noch 4x krummer Knochen. Die finden wir hoffentlich da, wo ich denke. Und zwar hier, Tal der Verwesung. Bonus Knochenhaufen. Ortinfo. Wolkenloses Wetter. Einheimisches Wesen. Diesen Rathalos möchte ich unbedingt mit euch machen. So, mal gucken, ob ich hier schon irgendwas habe für die letzten Rüstungsteile. Ne, hab kein Herbsternte-Ticket gefunden. Schade eigentlich. Aber gut, was soll's, ne? So, gibt's hier eine Rüstung gegen Drachen? Ich weiß nicht, gegen Drachen ist da minus gut oder plus? Ich kenne mich da auch nicht so aus mit dem Plus und Minus. Denk mal, meine Rüstung ist schon gegen Drachen, ne? Naja. Mal kurz gucken. Rüstung hier. Ja, meine Rüstung ist schon gegen Drache. Auch Verteidigung ist auch sehr hoch. Legierungssets. Das ist ja einer der Billos-Klamotten. Die braucht man nicht. So. Ja, da fehlt uns noch ein bisschen Knochen. Morgen können wir dann diese Waffe herstellen. Aber ich frage mich, dieser Jägerrang, ob man den erhöhen kann oder eher nicht so. Jägernotizen. Ja, okay, das ist was anderes. Info, Ressourcenzentrale, Wunschliste, Gildenkarte. Ich habe keine Gilde. Tutorial, Tipps, Premiergruppe. Tutorials und Tipps. Tipps. Jägertipps. Jagdvorbereitung. Ja, das ist klar. Monsterteile. Aufstiegssteuerung. Ich habe Monster befördert, Zappel drücke. Und dich verzeugen.
Nee, Umgehung, Monsterkämpfe. Warte mal, der Aufstiegssteuerung. Achtung, wenn dir die Ausdauer ausgeht, fällt sie automatisch herunter. Aha. Keilkäfer. Jägerrang hier. Wenn du schwierige Quests abschließt, erhöht sich dein Jägerrang, je höher dein JR ist. Desto schwierige Quests kannst du annehmen. Ach so. Ha. Huh. Warte mal. Kann man auch gucken wegen. Also. Kurz mal gucken. Rüstung hier, ne? Wir haben auch Slots offen. Warte mal, das ist eine ganz andere Rüstung hier. Erholung, Gesundheitsboost. Gesundheitsboost. Ah. Ha. Ha. 50. Okay. Erholungsboost, reduziert Ausdauerverbrauch. Gesundheitsboost 50. Gibt's da eine bessere Rüstung als ich? Nee, ne? Gucken. Ja. Okay, da gibt's bloß einen Fokus. Erschütterungswiderstand. Groll. Angriff verbessert. Mhm. Ausdauerverbrauch verringert. Okay. Und erlaubt zusätzlich die Verdauung von Blaupilzen und Giftpilzen. Verdauung. Igitt. Blutung. Aha. Ich glaube, das Ausdauerboost hat ja nichts zu sagen. Die Verteidigung genauso wenig. Ich habe schon die höchste Verteidigung. Höher geht gar nicht. Ja, okay. Ich hör jetzt auf. Gut. Dann sage ich mal, vielen Dank fürs dabei gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und falls du neu bist auf meinem Kanal, gerne abonnieren, Glocke nicht vergessen zu aktivieren, um keine weiteren Folgen von Monster Hunter Story mehr zu verpassen täglich. Ciao mit V, tschüss mit Ö. Und die Folge kommt morgens um 8 raus. Habt ihr bestimmt gestern mitbekommen, dass ich die Uhrzeit geändert habe. Ich werde nur dieses eine Spiel aufnehmen. Und das war's. Weil ich noch nicht gesundheitlich fit bin, aber mich fit fühle. Das sind zwei verschiedene Variationen bei mir. Ganz komisch und ja, keine Ahnung, was da los ist. Auf jeden Fall sehen wir uns dann morgen um 8 Uhr wieder auf meinem Kanal. Ciao mit V, tschüss mit Ö, euer Dieselchen. Tschüss.